Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu Stardew Valley. Ja, jetzt sind wir da. Ich war noch mal kurz bei Piers. Oh, Zeit mache ich wieder normal. Und jetzt wollen wir doch endlich in den geheimen Wald reingehen und die letzten Vorbereitungen für den Winter praktisch treffen bzw. abschließen, damit die Tierchen hoffentlich genug Heu über den Winter haben. Das wird man dann mal sehen, ob es ausreichend ist oder nicht. Ah, Yassi. Ach ja, der Händler ist ja da. Es ist ja Sonntag. Dann können wir gleich mal hier noch gucken. So, der verkauft Qualitätssprinkler. Den bauen wir selber. Feensaat brauche ich nicht. Brauche ich alles nicht. Holzboden brauche ich nicht. Tulpe, Kaffeebohnen, Goldmakrele. Ein wilder Fleischfresser. Brillanten. Okay. Geschwindwachs. Ein Ei für 500. Bisschen nicht mehr ganz sauber. Ein Metallstuhl verkauft da. Naja, leider kann ich das leider nicht. Lass mich mal sehen. Oh, ich habe genau das, was du brauchst. Metallstuhl. Nee, danke. Das teuerste, was er da hat, sagt er hier, dass ich brauche. Nee, nee, vergiss mal, Junge. Hättest du jetzt ein Artefakt da gehabt? Gerne, aber ja. So. Hinein in den Wald. In den dunklen Wald. Na. Da geht's rum. Flupp. So, hol die Sense raus. Da fliegt die Eule wieder. Ja, es wird so viel Krempel hier in der Gegend da, dass wir nicht durchkommen. Das wird echt relativ schnell hier vonstatten gehen. Und wenn jetzt diese Schleimus zu arg nerven, dann verfleiße ich die zusammen hier. Dann mache ich hier einmal zack und weg sind sie. So, das Gestrüpp nehmen wir natürlich auch mit. Für das Totem haben wir ja 20 Gestrüpp verbraucht. So, hier fallen auch die Blätter. So, weg hier alles. Weg. Also die Sense ist ja auch keine Waffe hier in dem Sinn. Eigentlich ist es schon irgendwo eine Waffe, aber ein Schaden bei den Schleims, das ist ja gar nichts, ne? So, und eigentlich reicht ein Bildschirm. Wisst ihr was? Zack. Einmal hier Götterspeise. So schnell macht man Götterspeise. Man nehme Schleims und mache Pflop. Ach, noch mehr. Also würde man nicht diesen Schleimring haben, da wäre man schon lang tot umgefallen, weil so viele Schleims auf einmal. Die hätten uns wirklich so richtig knusper, zack, uns zusammengeschleimt. So, jetzt bin ich mir gar nicht mehr sicher. Sammeln wir noch Heu oder haben wir schon? Ne, wir sammeln noch. Okay. Es wäre gern so ein Indikator, wo ich sehen würde, wie viel ich schon habe. Irgendwann wird halt nichts mehr hochkommen. Das heißt, dann haben wir alles erfüllt. Also dieses Schleimgeblubber nervt manchmal so ein bisschen. Hoppala. So. Knarz. Da sammeln wir noch ein bisschen Holz ein hier. Das kann man eigentlich auch gleich mitnehmen. Dieses komische das nervt so ein bisschen, finde ich. Ich weiß nicht, ob es die Schleims sind, die da so das Geräusch machen. Oder ich, wenn ich jetzt laufe, aber manchmal stehe ich ja nur rum. Obala, das war Blödsinn. Das müssen wir mit der Sense machen. Ja, sonst hätte ja die Sense keinen Sinn, wenn wir das einem Schwert abrupfen könnten hier. Gut, das Einzige, was geht, Strüpp bekommt man auch, wenn man es mit dem Schwert erschlägt. Und man kriegt aber, glaube ich, keinen Bonus, wenn man jetzt Strüpp mit der Sense umsetzt. Könnte ja sein, ne? Dass es mehr Sinn macht. Oh, ein kleiner Schleim. Da haben sie wieder Kindle gekriegt. Da war wieder irgendein Schleim mit einem Stern und einer mit dem Herz. Wenn die sich sozusagen paaren, dann kommt ein kleiner Schleim raus. So,
So, noch sammeln wir Heu. Wir brauchen ja um die 400 oder so. Um unseren Speicher zu befüllen. So, und jetzt machen wir hier mal einmal Schleim hier. So, da muss ich jetzt erstmal wieder ein bisschen durchgraben durch die ganzen Bäume. Ich mache hier mal Speed-Fällen hier. Es gibt ja auch solche Meisterschaften, wo sie hier mit speziellen Äxten praktisch, die sind richtig ultra scharf und besonders mit besonderen Winkeln. Das ist so Sport-Axt-Hacken hier. Was die da machen, das ist schon gigantisch. Mit einer Axt hier, wirklich. Klettern so einen Baum sozusagen hoch, die schlagen sich da eigene solche Taschen, wo sie praktisch dann mit einem Holzbrett nach oben kommen. Die müssen sich da nach oben. Wer halt am ersten oben ist, der hat gewonnen, der kriegt halt die meisten Punkte. Das ist schon enorm, diese Lumberjack-Meisterschaften, das ist echt geil. Aber was ich auch früher gern geguckt habe, das war American Gladiators. Mittlerweile, ich weiß gar nicht, ob das noch gibt oder so. Kam irgendwie, glaube ich, immer bei Eurosport oder so. Oder auf einem der Sportsender da, oder war das damals auch DSF? Ich weiß es einfach nicht mehr. Es war wirklich irgendwie interessant hier für mich. Habe ich gern geguckt. Genauso wie Takeshis Castle, das war auch irgendwie so eine Sendung, die habe ich auch irgendwie immer gern geguckt. Der eine oder andere kennt es wahrscheinlich. Nein, bei Takeshis Castle ging es halt darum, die Burg des Fürsten Takeshis zu erstürmen. Den zu besiegen am Schluss am Finalspiel. Und das ganze Angreiferfeld wurde praktisch über verschiedene Spiele praktisch ausgesiebt. Man musste verschiedene Aufgaben bewältigen und kam so weiter. Und das waren halt schon sehr viele am Anfang hier nicht mehr dabei. Es waren auch teilweise, also es war schon gesteuert irgendwo. Also ich habe es wirklich nie, also sehr selten mal gesehen, dass tatsächlich mal welche das geschafft haben hier und gewonnen haben. Weil, also teilweise wird es auch sehr gesteuert. Da gibt es wirklich Spiele, wo man sagt, das schafft doch kein Mensch hier, das irgendwie weiterzukommen. Und wenn dann natürlich dann so ganz zum Schluss, oh, das sind noch ein Haufen Mitstreiter hier, Gegner. Also machen wir jetzt mal ein ganz besonderes Spiel, wo halt wieder ein Haufen rausfallen, ne? Und am Ende sind es nur 5 Hansel und ja. Gegen die tust du ja dann locker, die tust du ja locker abwehren dann. Ich meine, früher war es auch am Anfang so, da hat es mit Wasserspritzpistolen dann gegeben. Du musst mit so Wasserspritzpistolen so ein Papierschild am ja, das waren ja wie solche Panzer da, praktisch zerstören. Und später haben sie das mit solchen Lichtpistolen gemacht. Also wo so ein Lichtsensor dann hier ausgelöst wurde, wenn man getroffen hat, auf der Zielscheibe. Was ich persönlich eigentlich dann fast besser fand mit diesen Laserdingern. Wobei es war halt dann auch relativ schnell beendet, ne? Weil wenn du da wirklich, und bei den Papierschildern, da hat es halt wirklich nur erst gezählt, wenn da ein Loch in dem Papier war und so weiter. Und da waren doch dann noch einige, die haben dann noch vielleicht die Chance gehabt, da noch einen Treffer zu landen irgendwie. Und bei diesen Laser-Dings da, da kannst du halt wirklich nicht mehr, wenn du wirklich einmal getroffen bist, ja, bist du eben weg. Bleibt dein Auto stehen und du kannst nicht mehr schießen. Ja, so war eben Takeshis Castle. Ich erzähle da gerade ewig lang drüber. Beim American Gladiator war es halt auch genial. Da ging es halt auch, dass man da gewisse bestimmte Sachen sozusagen schaffen müsste. Das war halt einfach geil. So was gibt es heutzutage gar nicht mehr. Solche Sachen. Ich weiß nicht warum, ob das irgendwie anstößig ist oder keine Ahnung. Auf jeden Fall, das Fernsehen von früher, ja, ist
leider nicht mehr so wie heute. Was habe ich jetzt gerade gesagt? Das Fernsehen von früher ist leider nicht mehr so wie früher. So rum. Also, das war jetzt gerade doppelter Mist, was ich da erzählt habe, ey. Tja, manchmal ist es halt so, da erzählt mir irgendein Stuss. Ja, wir hacken sozusagen auch gleich Holz für den Winter, wenn wir es mal so wollen. Hier sind so viele Schleimers. Das ist schon brutal. Jetzt habe ich gerade gedacht, ich hätte mit der Pickaxe zugeschlagen. So, wir brauchen auf jeden Fall noch Heu. Also es zählt noch hoch. Solange hier an der Seite Heu hochkommt, brauchen wir noch Heu. So, die Büsche kann man zwar auch zerschlagen, aber das bringt einem nichts. Da kommt deswegen nicht Holz raus oder so. 10 mit der Axt, okay. Gott sei Dank gehen auch die Werkzeuge nicht kaputt, sonst ist man die Arbeit zu ja wieder schmieden oder so. Im Prinzip, wenn man einmal Iridium-Zeug hat, dann ist das Ding arbeitslos, weil dann braucht man eigentlich bloß noch zum Geoden öffnen. Und mehr nicht. Ich meine, man hätte so eine Komponente, dass man zum Beispiel da auch noch die Werkzeuge ein bisschen schärfen könnte, dass man sagen könnte, ja, er zieht sie kurz ab, damit man dann besseren Ertrag oder sowas hat oder so. Einfach mal so, ne? Das ist halt tatsächlich die Komponente. Ich sag ja, wenn man Iridium hat, ist man dann eigentlich so gut wie durch im Spiel mit dem Werkzeug. Mehr gibt es ja nichts Besseres mehr. Nicht einmal hier Diamant ist besser wie Iridium, so irgendwie. Keine Ahnung warum, aber. Ist Iridium besser wie Diamant? So, ihr müsst hier mal. So, da müssen wir uns wieder freikämpfen hier sozusagen. Da sind ja ganz viele Bäume. Lumberjack. Den Baum nehme ich auch noch mit. So, es wird Zeit, okay. 19:30 gehen die Stelle zu. Die Automatik, super. So, ja, das bringt nichts, da kommen nur Blätter hochgeflogen. Also Büsche zerschlagen, das bringt hier in dem Fall gar nichts. Hat das auch noch einen Baum, okay. Ich habe das jetzt nicht gewusst, ich habe gerade gedacht, naja. Können wir mal probieren. So, Sense noch mal hier, dann kann man das Gras hier noch ernten. Oder Heu. Heu, Heu, Heu. Heu ist eigentlich getrocknetes Gras, ne? Nicht zu verwechseln mit Stroh. Stroh sind ja tatsächlich Stängel. Wo du halt von Weizen oder von irgendeiner Kornart dann hast. Wenn ich einen Stuss erzähle, natürlich kann ich auch gerne verbessern. Aber Stroh ist eigentlich das, was zum Beispiel Weizen der Stängel hier hat. Das ist Stroh. So, das kann doch nicht sein. Wir müssen doch schon so langsam alles Heu haben, oder? Müssen wir tatsächlich noch in den nächsten Bildschirm gehen und da noch weiter holen? Kann wirklich sein. Warte mal, ich muss mir da ja freikloppen hier. Die Büsche mache ich auch mal kaputt. So, den Stumpf auch gleich wegschlagen. Der braucht da einen Schlag. Wenn es doch in echt auch so ging, das war glaube ich gar nichts. Da ist alles nach draußen gefallen. Den Baum hätten wir anders fällen müssen. Das war auch nichts eigentlich. Meist ist auch verloren gegangen. Der fällt nach links.
Ja, ich kann es nicht genau sagen, wenn ich von oben fäll, dann fällt der Baum, glaube ich, immer nach rechts. Wenn ich von unten fäll, fällt er nach links. Aber sicher bin ich mir nicht. Hier, Steine brauche ich keine. Da haben wir schon genügend. Ich nehme hier nur das Holz, das Hartholz und das andere Holz. Das harte Holz und das weiche Holz sozusagen. So viel Zeit haben wir nicht mehr. Ich werde dann bald den Bildschirm wechseln. Da, um das Heu halt natürlich zu bekommen, was ich möchte. Aber ich glaube nicht, dass da noch was ist dann. Dass im Winter hier noch Gras auch im Wald wächst. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ja, die erste Karte ist auch unheimlich groß hier gerade, finde ich. Ja, aber ich habe ja mal was von einem Mod gesprochen, wo man das Perk von der Person bekommt, die man heiratet. Dann bekomme ich vielleicht auch mehr Ertrag, wenn ich zum Beispiel... Ja, aber Mani kann ich nicht heiraten. Aber da hätte man dann vielleicht mehr Heuertrag oder so. Also zumindest meine ich, dass Mani nicht auf dem Heiratsmarkt sozusagen verfügbar ist. So, jetzt probieren wir das mal. Okay, ich habe von unten gefällt, er fällt nach rechts. Ah, ja, dann ist meine Hypothese nicht richtig. Von oben, er fällt nach rechts. Hm. Oder ist es random? Machen wir den hier nochmal. Er fällt nach rechts, okay. So, wo geht's hier weiter? Komme ich irgendwo raus? Hier drüben komme ich raus. So, da kommen natürlich auch gleich Insekten. Oder auch nicht. Ah, da kommen welche. Ja, da wird es schon schwieriger. Da kommen natürlich auch diese blöden Insektenbrummer. Ich möchte doch nur mein Heu haben. Und dann bin ich auch gleich wieder weg hier. Insekten interessieren mich eigentlich gar nicht so wirklich. Ja, es ist wirklich die summt da rum wie so ein Moskito hier, so richtig nervig. Wie wenn du einen Schnark in der Nacht hast, wenn du schlafen willst. Und eine ganze kleine. Ja, das kann einen wirklich schon aufregen. Da stelle ich mir dann jedes Mal so vor, ich habe eine Spraydose und sprühe den Schnark ein. Und dann plötzlich abstürzt. Wenn man das erwischt so richtig hier. Das hat nicht geklappt, der Wechsel. Die machen jetzt halt wirklich einen großen Schaden hier, aber ja, dennoch muss man da aufpassen. Die könnten mich wirklich zermürben. Sag mal, wie viel... Ich muss doch jetzt tatsächlich... So viel Heu kann ich doch schon gar nicht mehr sammeln. Wo stopft der das noch hin hier? Ich habe echt gedacht, ich hätte schon voll. Muss ich hier noch eine Stunde überziehen, sozusagen? Ja, hier ist auch gerade die Heudichte ein bisschen geringer. Muss ich feststellen. Ja, ich möchte halt möglichst nichts von Mani zukaufen müssen. Das ist mein Anliegen. Tok, tok. Aber... Große Schleimus.
Die sind genauso lieb wie die Kleinen, das macht mir jetzt gar nichts. Ja, ich muss tatsächlich mich überziehen. Mal hier nochmal längs. Was? Ulch ist Dienst? Was stand da gerade? Ich konnte es nicht lesen. Ich wollte es lesen. Vielleicht hat es einer von euch gelesen. Ihr könnt aber natürlich dann Pause machen. Es stand immerhin Ulch is Seams. Tja, und mehr konnte ich nicht lesen. Ah, ich glaube, wir haben. Ja, ich glaube, wir haben jetzt genug Heu. Ich werde das selber in der Aufnahme angucken, was da gerade stand. Ja, es kommt kein Heu mehr. Perfekt. Jetzt sind wir doch noch pünktlich fertig geworden. So, dann werde ich den Totem aktivieren. Hom! Tschum! Magic Effects. Wo ist immer? Ah, da hinten. Hilfe! Oh ja, gut, da kommen wir. Da haben wir Platz. So, wir haben 32 Büschel. Das heißt, wir haben fast zwei Totems wieder rausgespielt. Ein Strip sozusagen. Das kommt hier rein. Dann haben wir hier einen Sommerschmuck, den können wir verdingsen. Stein haben wir nicht, aber hier haben wir hartes Holz. Dann haben wir, oh, einen ganzen Stick. Wow. Okay, also der Winter ist schon mal sicher. Da fast vier Sticks, wie beim Holz. Fast gleich viele ist. Das ist ja genial hier. Ne, jetzt haben wir doch noch hier. So. Dann haben wir hier ein paar Eicheln. Und ein paar Ahorn-Dinger da. Und Kiefernzapfen hier. So, Flügel, 517 und ein bisschen Harz. Da habe ich nochmal ein Fedora übrig. Nicht so schön, aber ja, so. Ah, jetzt weiß ich, was ich vergessen habe. Den roten Pilz für, ja. Okay, denn das machen wir später. Die Quest läuft uns ja nicht weg. So. Dann haben wir hier noch, die Nuss kommt woanders, das Fleisch kommt hier rein. Den Sommerschmuck, den möchte ich gerne zu Saatgut machen. Feensaat ist was anderes wie Sommerschmuck. Da haben wir noch, ja okay, passt. Ansonsten, die können wir weglegen, die Sense. Da ist jetzt mal Sense. 720 Heuballen, jawohl. Oder Heuhaufen. So, warte mal. Ah ja, der Stein noch, den möchte ich noch aufräumen. Wisst ihr was? Das kommt auch noch weg. Das kommt weg. Dann verkaufen wir noch die Mayonnaise. Die Petty-Mayonnaise. 0:30, ja, es ist noch eine angenehme Zeit hier zum Schlafen gehen. So. Glock, glock. Bounce. Das können wir ja noch in den Schrank geben. Die Nuss. Da gibt's was auf die Nuss, auf die Haselnuss. Die ist halt nicht so viel wert, weil es halt eine stinknormale. Ich weiß gar nicht, wo habe ich die her? Egal. So, mein Schatz. Ich bin da, ich will dir nur Bescheid sagen. Der Strom der Zeit ist so wie. Ja, das hast du schon gesagt. Ja, Schatzi. Ich sag mal gute Nacht, ne? Schlaf gut. So, ja. So, es zählt 4104 und dann noch ein bisschen was, 4629. Okay, ja, dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Wir haben den Herbst beendet für jetzt hier. Jetzt geht es dann im Winter weiter. Mal schauen, wie schnell wir durch den Winter kommen. Ich möchte da gucken, was da noch kommt. Da kommt das zweite Jahr und ob da der Großvater kommt und so weiter. Da bin ich mal gespannt. Tschüss, bis denn, euer Legolas.